Spanegg hat sich einiges vorgenommen. Lieber ein lebendiger Ortskern statt Neubaugebiet am Ortsrand. Dafür engagiert sich der oberfränkische Markt. Eine Ortsmitte mit Zukunft wünscht sich auch Simone Becher. Spanegg liegt mir schon am Herzen, weil es einmal mein Heimatort ist. Ich bin da groß geworden. Meine Kinder sind da groß geworden. Ja, man kennt sich halt auch untereinander. Also man kennt eigentlich jeden. Du weißt, wer in welchem Haus du wohnt. Das ist schon genial. Doch der 1600-Seelenort braucht neuen Schwung. In Spanegg wünsche ich mir, dass wir ein paar junger Leute wieder herziehen und dass vielleicht so mancher mal schaut, wie ist denn mein Haus benannt, was könnte ich denn vielleicht ein wenig daraus machen. Zu einem intakten Ortsinneren gehören aber auch Läden. 25 Einzelhandelsgeschäfte hatte Spanegg mal. Viele sind nicht mehr übrig. Bäckerei Zahn, eigentlich ist es ja die Liddy. Und das ist das Geschäft, wo ich als Kind schon immer reingegangen bin. Als ich war, ich konnte gerade laufen, war das der Bäcker. Da hat es Nascherei gegeben. Und in dem Laden hat sich nichts verändert, außer die Währung. Ansonsten ist das alles noch so, wie es vor 50 Jahren gewesen war. Ah, Kundschaft. Ach, der Manfred. Ja, und da steht gleich mein ehemaliger Leichtathletiktrainer auch noch da, der Manfred Bock mit seiner Hannelore. Ach, ist ja süß. Man kennt sich da gut im Ort. Na, freilich. Naja, die reisen aus dem Nachbarort her, gell? Mega 3 Kilometer müssen die da herfahren. Der Kuchen von der Lidi, der Butterduft am Freitag. Da kann man nicht vorbeigehen. Lidi Güttinger ist 82 und öffnet nur noch am Wochenende. Die meisten ihrer Kunden kennt sie, seit sie Kinder waren. Wie lange haben Sie den Laden schon? Seit 1893. War mein Großvater, der hat angefangen. Dann war mein Vater und dort habe ich weitergemacht. Wenn man 68 Jahre hin ist, dann muss man ja zufrieden sein, gell? Und wenn es den Leuten so schmeckt, dann kann ich ja nicht aufhören mit dem Barren. Außerdem ist es schön, wenn man dahergeht mit der Lidi, hat man halt immer ein schönes Gespräch. Na, das stimmt schon, ja, oder? Ja. Na, du bist ja auch nett. Ja, danke. Zwei Krapfen. Oh. Dass es einen Laden noch gibt, wie wichtig ist denn das? Ja, da gibt's Fleisch, wichtig. Das ist alles einheimisch, Sie müssen das sehen. Wir plaudern ja unter uns. Hm. Wenn du heute woanders gehst, da bist du bei Sie. Hm. Wir erzählen eine Menge von früher. Wir kennen ja die Leute noch von früher, das auch so. Das war eine schöne Frau. Wir waren das 16. hierher. Ja, Frau. Ja, die hat ihr Erschlag gedreht und wir haben gebackelt. Ne? Wir haben uns mal Gedanken gemacht. Nächstes Jahr das nicht sehen. Also, alter Frische. Tschüss, Jürgen. Also, mach gut. Tschüss. Hoffentlich bleibt die Lidi noch lange fit. Wenn sie aufhört, schließt auch ihr Laden für immer. Es fehlt nicht an Kundschaft, aber an der Nachfolge. Genauso geht es dem Bäcker Günther. In 2 Jahren macht er zu. Und auch die letzte Metzgerei am Ort will niemand übernehmen. Beim Schuhladen ist schon lange Schluss. Die Orts-SPD sucht nach Alternativen. Spanegg kann mehr, glaubt auch SPD-Bürgermeister Daniel Schreiner und sieht in puncto Nahversorgung den Stein der Weisen zukünftig in einem digitalen Dorfladen. Man wird den Laden, seinen Einkauf vollzieht man ganz normal wie in jedem anderen Lebensmittelhandel auch, geht zur Kasse, scannt selbst ab, also scannt die Produkte selbst und bezahlt dann mit einer EC-Karte seinen Einkauf. Ohne Bestandspersonal, das ständig anwesend ist. Das würde Spanecks Mitte freilich nur mäßig beleben. Das ehemalige E-Werk, es stand lange leer. Nun ist es saniert. Der Gemeinde ist es gelungen, hier eine E-Commerce-Firma anzusiedeln. Ich war noch nie da drin, deswegen wir probieren es jetzt einfach mal. Ist für mich ein komplettes Neuland. Bin gespannt, was wir jetzt sehen. Sie mir klingeln mal. Ich weiß gar nicht wo. Hallo. 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 Von allen Seiten. Von allen Seiten. Servus. Hi, grüß dich, Simone. Benjamin Fischer ist einer der beiden Geschäftsführer der Firma, die online mit gebrauchten Spielkonsolen und Videospielen handelt. Wir sind da immer weiter gewachsen und haben dann Gebäude gesucht, was dann auch wirklich für die Zukunft gedacht ist. Und der Preis war dann natürlich auch ausschlaggebend hier in Spanegg.
Und so gehen nun die Spiele, nachdem sie auf Funktion geprüft und gegebenenfalls repariert wurden, von Sparneck-Zentrum aus nach ganz Europa. Gut 40 Beschäftigte hat das Unternehmen inzwischen. Und macht Ihnen schon Spaß? Ja, ja, ich gehe schwer davon aus. Wobei, jetzt können Sie gerade nichts anderes sagen. Na, lachen wir uns her. Aber Chrissy, macht's hier Spaß? Macht Spaß. Ja, okay. Sozialer Mittelpunkt eines lebendigen Ortes ist das Wirtshaus. Und Sparneck hat den goldenen Adler. Hatte. Seit kurzem ist er geschlossen. Vor 5 Jahren sind noch die Hühner über die Straße gerannt, die sie gehabt haben. Und das war das Highlight in Sparneck. Wir schauen mal, ob die Anna daheim ist. Meistens ist er das ja. Anna? Und tatsächlich. Wirtin Erna Schlegel hat das Filmteam schon durchs Fenster kommen sehen. Herzlich willkommen im Gasthaus zum Goldenen Adler. Genannt, wir gehen zu den Kienert. Genau, so stimmt es. Wenn Wiesenfest gewesen war, dann wurde es immer, dass man dann halt im Wirtshaus weiter gefeiert hat. Ja. Mit Musik, da ist oft die Konzertine, wo wir zwar noch geholt waren. Schlegelsirgen, ne? Und dann ist durchgegangen. Mit Singsang. Der Altspanniger Durst. Ja. Und jetzt, der letzten Jahr, nichts mehr. Corona war der letzte Dolchstoß für den Goldenen Adler. Doch schon vorher schwand der Altspanniger Durst mehr und mehr. Die jüngere Generation, die macht es einfach nicht mehr, sich ins Wirtshaus hocken. Die brauchen einen Club, die brauchen ein Disco, die brauchen keine Ahnung irgendwas. Ja. Und aber so ein altes Wirtshaus oder ein Wirtshaus halt am Ort, sich mit ein paar zu treffen, das ist einfach, ich sag's mal so, das ist abhanden gekommen. Gell? Anders kann die Wirtshauskultur hat sich prinzipiell geändert, muss man so sagen. Das, was früher war, was ich auch erlebt habe, das gibt's nicht mehr. Leider. Und jetzt ist aus. Und jetzt ist aus? Ja. Aber das ist schwer? No. Die gute Stube ist angerichtet. Wenn in guten Wirtshauszeiten der Gastraum voll war, öffnete Erna Schlegel ihre gute Stube. Dann spielten ihre Gäste auch hier Karten. Unter den Augen der ausgestopften Morli, Ernas Lieblingskatze. Tiere sind ihr Ein und Alles. Auch die Hühner, die einst vor dem Wirtshaus die Straße bevölkerten. Und da sind die Hühner. Meine Damen, mein Herr. Ja. Ohne Erna Schlegel als Wirtin, ohne ihr Federvieh auf der Straße, ohne ihr Wirtshaus zum Goldenen Adler ist Sparnecks Ortsleben um einiges ärmer. Da standen mal Häuser, leider alle abgerissen. Die leerstehenden Gebäude hatte die Gemeinde gekauft. Sie seien aber nicht mehr zu retten gewesen, sagt Bürgermeister Daniel Schreiner. Grundsätzlich schmerzt uns jedes Gebäude und jeder Baum, der weichen muss. Aber wir haben hier Potenzial, das wir jetzt entwickeln können im Ortskern. Lieber im Ort als am Ortsrand. Und Wohnraum ist durchaus in der gesamten Gegend gesucht. Auch Simone Becher, in ihrer Freizeit begeisterte Hobbyimkerin, hat hier ihr Wohnglück gefunden. Ihr Mann Andreas und sie haben sich schon vor 25 Jahren für ein Leben in Sparnecks Ortskern entschieden, als sie dieses alte Haus kauften. Damals waren sie gerade mal Anfang 20, frisch verheiratet und taten alles dafür, um das Anwesen aus dem 18. Jahrhundert zu erhalten. Ihre beiden Töchter sind inzwischen flügge geworden. Das war mal das Kinderzimmer. Das ist unwahrscheinlich, wie viel Arbeit da drin dahinter steckt. Vor allem diese Balken da. Also da waren wir damals schon viel dran gelegen, dass man die wieder sieht oder sichtbar erhält. Aber das war eine Wahnsinnsarbeit. Die waren ja total eingestaubt und die mussten wir mit der Bohrmaschine und mit so einer Drahtbürste haben wir die sauber gemacht. Also das ist so eine Küche. Und das Esszimmer. Wir haben versucht, so viel wie möglich von der alten Bausubstanz zu erhalten. Und das wiederum bedeutete 8 Jahre lang Umbau.
das meiste davon in Eigenleistung. Wir standen da in Dreck und Speck und alle anderen sind fortgegangen. Wir waren zu Abend in der Dusche gestanden und waren fix und fertig. Und, aber jetzt im Nachgang ist es eigentlich schöner, wie in einem neuen Haus zu wohnen. Viel Arbeit steckt auch noch im Ortskern Spannex. An einer Stelle hat sich aber inzwischen richtig viel getan. Die denkmalgeschützte Bäckerei von 1807. Sie wird für gut 1,8 Millionen Euro saniert. Also das ist Münchberger Straße 1 oder auch steinerne Scheune, wie auch immer du das nennen willst, das ist egal. Ein altes Gebäude, Riesenstreitpunkt in Spannegg. Saniert man es nicht? 2019 sah es noch so aus, arg mitgenommen. Aber prägend für die Ortsmitte und damit erhaltungswürdig, sagte ein Teil der Bürger und Bürgerinnen. Der andere Teil fürchtete die Kosten. Es kam zum Bürgerentscheid und der fiel zugunsten der Sanierung aus. Auch weil die öffentliche Hand rund 1,4 Millionen Euro zuschoss. Nun sind die Zimmerer Erwin Strössner und Christoph Meisel am Werk. Sie belassen möglichst viel vom alten Dachstuhl und ersetzen nur schadhaftes Holz. Andreas Becher hat sich für den Erhalt des Gebäudes stark gemacht. Ja, also ich freue mich riesig, dass das jetzt langsam fertig wird. Wir haben ja nächstes Jahr 800-Jahr-Feier. Und dann wäre es natürlich schon super, wenn das Projekt dann schon im Vollbetrieb wäre. Im Vollbetrieb heißt, im Untergeschoss wird es einen Versammlungsraum für die Gemeinde geben. Hier im oberen Stockwerk Büros, die vermietet werden. Ein richtig gutes Gefühl. Vor allem, denke ich, ist das auch ein Kompromiss für die Leute, die das ganze Projekt kritisch sehen, dass wir als Gemeinde jetzt doch Mieteinnahmen generieren. Und von daher hoffe ich, dass die Akzeptanz größer wird in der Gemeinde. Zum Glück hat man es gemacht. Es ist einfach nur schön. Es macht ein Bild für den ganzen Ort. Und wenn man jetzt wenigstens so rumschaut in Spannegg, wenn das mehr Leute machen würden, wäre es einfach wunderbar. Auch wenn sich Spannegg nicht immer leicht tut, allein sein Engagement um den Ortskern könnte ein Beispiel für andere Gemeinden sein.